Die Anleger hier in Frankfurt gucken heute vor allem in die USA. Von da sind schon ein paar Konjunkturdaten gekommen, etwa aus dem Bausektor. Dem hat der strenge Winter zu schaffen gemacht. Genau deshalb, weil das eine temporäre Entwicklung sein dürfte, heißt es von den Experten, keine Panik, die schlechten Daten nicht überinterpretieren. Wichtiger als die Daten sind den Anlegern aber ohnehin die Protokolle der letzten FED-Sitzung. Und die kommen heute Abend. Entscheidende Frage, in welchem Tempo wird die US-Notenbank ihre Anleihekäufe zurückfahren? Vorher will sich hier niemand aus dem Fenster lehnen, der DAX ganz leicht im Rückwärtsgang, aktuell bei 9.645 Punkten. An der Wall Street der Dow Jones minimal im Plus bei 16.140 Punkten. Bei den Einzelwerten heute im Fokus die Lufthansa. Bei der Frachttochter Cargo haben Ermittler heute die Geschäftsräume in Frankfurt durchsucht. Hintergrund ist ein Korruptionsverdacht gegen einen Mitarbeiter. Die Lufthansa-Papiere verlieren 1%. Gucken wir noch auf die Tops und Flops im DAX. Ganz vorne derzeit Fresenius plus 1% und am DAX-Ende dagegen die Commerzbank-Titel mit minus über 3%.